Und herzlich willkommen zurück zum letzten Teil der Shisha-Serie für Anfänger. Zuletzt möchte ich jetzt hier mit euch noch auf das Thema Windschutz zu sprechen kommen. Das ist der hier, der Alu-Windschutz. Mit diesem Windschutz könnt ihr einfach Folgendes machen. Angenommen, die Shisha würde jetzt laufen. Ihr stülpt den hier einfach über den Kopf. Wieso macht ihr das? Ganz einfach aus dem Grund, wenn ihr anfangt, die Shisha zu rauchen, dann ist ja der Kopf noch kalt. Und ihr wollt natürlich, dass der möglichst schnell auf Temperatur kommt, damit möglichst schnell oder damit einfach Rauch kommt. Ja? Das heißt, dieser Windschutz hilft im Prinzip, die Hitze zu stauen, die ansonsten einfach nach außen wegfliegen würde von der Kohle oder wegschwirren würde, hilft der zu stauen. Und damit kommt viel mehr Hitze auf den Kopf, als es ohne Windschutz der Fall wäre. Einfach durch dieses Stauen von der Hitze. Und das bedeutet also quasi, habt ihr den drauf, dann bekommt der Tabak mehr Hitze, tut ihr ihn runter, bekommt er weniger oder normal viel Hitze. Das heißt, ihr könnt damit einfach den Tabak so ein bisschen pushen. Hat also nichts damit zu tun, Windschutz ist gleich draußen, Wind, nee, hat nichts damit zu tun, sondern einfach damit, dass ihr die Hitze staut, wenn ihr den da drüber stellt und dann einfach ein bisschen mehr Hitze auf den Tabak bekommt. Das ist vor allen Dingen dann von Relevanz. Wenn der Tabak dann angeraucht ist und ihr nehmt den wieder runter, den Windschutz, und ihr raucht halt eine Zeit lang, und irgendwann stellt ihr fest, dass der Tabak so ein bisschen nussig schmeckt, beziehungsweise auch wenn ihr einatmet, so in der Lunge so ziemlich kratzt und nicht mehr angenehm ist zu rauchen, nicht mehr wild ist zu rauchen, dann müsst ihr einfach nur Folgendes machen, dann ist einfach euer Tabak ein bisschen zu warm geworden. Ja? Alles, was ihr dann machen müsst, ich werde das, denke ich, dann auch später, aber kann ich nicht versprechen, dass es so schnell kommt, wahrscheinlich erst in 2-3 Monaten, ein Video machen, wo ich draußen rauche mit der Shisha, dass ihr dann einfach auch mal seht, wie das denn alles so abläuft. Das ist halt einfach damit zu tun, dass ich, wie schon gesagt, noch nicht hier im Haus einfach rauchen kann, weil meine Eltern das nicht wollen. Von dem her machen wir das mal draußen, wenn ich dann mal draußen am Rauchen bin. Kann doch noch ein bisschen dauern, weil es draußen echt noch ziemlich kalt ist und ich nicht weiß, wie lange das ungefähr dauert, dass man am Abend wieder gemütlich draußen hocken kann. Genau. Wie auch immer. Angenommen, ihr raucht und es wird jetzt hier gerade so ein bisschen kratzig, die Geschichte, dann könnt ihr einfach die Kohlen, die ihr drauf liegen habt, mit einer Kohlezange natürlich verrücken. Das heißt also einfach nur ein Stück weiter keine Ahnung, im Uhrzeigersinn, Gegenuhrzeigersinn, wie auch immer. Das macht ihr dann bei der anderen auch, sodass ihr dann quasi auf der anderen Hälfte seid oder auf dem anderen Viertel seid mit der Kohle. Und wenn es dann immer noch verbrannt schmeckt bzw. drückt, dann macht ihr einfach Folgendes. Ihr pustet einmal in die Shisha. Das Geräusch habt ihr bestimmt gerade gehört. Man sieht jetzt natürlich nichts, weil keine Kohlen drauf liegen. Der Rauch, der wird dann hier durch das Ventil, der jetzt hier in der Bowl ist, nach außen gedrückt, ja. Das heißt also quasi, der Rauch, der verbrannt schmeckt, ist dann draußen und es kann neuer Rauch von oben nach unten durchziehen. Genau. Ich hoffe, ihr habt es ungefähr verstanden, was ich da jetzt gerade erzählt habe. Ist natürlich schwierig, das bei einer Shisha zu erklären, die nicht läuft. Aber ich denke mal so, als Trockenübung, beziehungsweise für euch einfach dazu, um die Funktionalität von so einer Shisha einfach mal zu verstehen, soll es ausreichen. Wenn nicht, also wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr jetzt eigentlich so euch fragt, was hat er denn jetzt hier eigentlich gerade insgesamt eine Viertelstunde eigentlich geredet, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren, ich werde die dann einfach beantworten, so gut es denn über Schriftform geht. Genau. Das soll es soweit gewesen sein zu meiner Serie, zu meiner Shisha-Reihe, besser gesagt Shisha-Rauchen für Beginner. Ich habe euch so ziemlich eigentlich, also mir fällt jetzt nichts ein, was ich noch vergessen hätte zu zeigen. Ihr wisst, welches Equipment ihr euch kaufen solltet, ihr wisst, welcher Tabak für den Anfang gut ist, ihr wisst jetzt, wie man einen Kopf baut, ihr wisst, wie man eine Shisha zusammenbaut. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist eben die Shisha-Pflege. Allerdings geht das genau, greift genau nach demselben Prinzip wie auch das mit dem, euch zu zeigen, wie man eine Shisha wirklich dann raucht, also wirklich dann auch mit Kohlen drauf und so raucht, greift genau dasselbe Prinzip. Ich muss mich dann nach dem Wetter richten, weil momentan ist einfach noch zu kalt, um sich rauszusetzen und ich kann im Haus nicht rauchen, leider. Wollen meine Eltern nicht, ehemalige Raucher, jetzt nicht Raucher. Oh mein Gott, Rauch, ganz furchtbar schlimm. Sogar von der Shisha geht gar nicht. Egal, also auf jeden Fall
Ich kann, ihr werdet mich wahrscheinlich so schnell nicht in rauchender Form sehen. Ja, also wenn es dann draußen mal wärmer wird, klar, mache ich euch da ein paar Reviews, aber momentan ist es einfach schwierig. So viel dazu. Genau, ich überlege jetzt nur noch gerade, ob ich eigentlich noch irgendwas vergessen habe, euch zu erzählen, aber ich denke, das soll soweit gewesen sein. Nochmal, am Anfang ist irgendwie das nicht zu schaffen, beziehungsweise ein Setup mal zu verhauen. Also Setup nennt man das Komplette hier, also sprich den Bau von der Shisha, den Bau vom Shisha-Kopf und so weiter und so fort. Ist ganz normal, dass es am Anfang ein bisschen schwierig ist. Das kommt aber mit der Zeit, vertraut. Habt da Vertrauen, habt da Geduld. Und dann wird das hinhauen, definitiv. Okay, ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß mit euren Shishas auf diesem Wege, denn, wie schon gesagt, der Anfängerteil ist eigentlich somit beendet. Ich zeige euch dann später, mache ich dann noch ein Video über die Reinigung von der Shisha, aber das dauert einfach noch ein bisschen. Also da werden wahrscheinlich noch ein paar Videos dazwischen kommen. Ich wurde auch von einem User gebeten, ob ich denn mal zeigen könnte, wie ich Puzzle Tobacco, also sprich quasi so Sachen wie Elements zum Beispiel, wie ich den anfeuchte, wie ich den rauchbar mache. Mache ich euch gern ein Video drüber, wird auch in nächster Zeit definitiv das nächste Projekt sein, was ich da in Angriff nehme diesbezüglich. Denn das Projekt, das ich mir vorgenommen habe, euch einfach jetzt hier so einen kleinen Rundumschlag für die Einsteiger des Shisha-Rauchens zu machen, ist hiermit getan. Ich hoffe einfach, dass ihr aus der Shisha-Reihe bzw. aus den einzelnen Videos was mitnehmen konntet. Falls noch Fragen bestehen, schreibt in den Kommentaren. Ich bin fast jeden Tag auf YouTube unterwegs und schaue täglich, ob mir da irgendjemand geschrieben hat. Also ihr werdet definitiv sehr schnell eine Antwort erhalten. Alles klar. Ich danke euch in diesem Sinne für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Hoffe vor allen Dingen, ich konnte euch so ein bisschen die Angst vorm Shisha-Rauchen bzw. vom Kopfbau vor allen Dingen und so nehmen. Ihr habt gesehen, es ist kein Hexenwerk. Schafft jeder. In diesem Sinne, macht's gut, viel Spaß mit euren Shishas und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.